Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei, dein Mietwagen zum Discounterpreis. Vor einer Woche hat Steffen Tigges hier links im Bild bei Borussia Dortmund seinen Profivertrag unterschrieben. Der Lohn für eine bislang überragende Saison bei der U23, der 22-Jährige, zuletzt ja immer häufiger im Kader der Profis. Beim Borussenduell gegen die U23 von Mönchengladbach, der etatmäßige Kapitän, aber wieder dabei, sollte dem Team dabei helfen, bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Rot-Weiß Essen heranzurücken. Das Spiel aufgrund der schlechten Platzverhältnisse nicht in Mönchengladbach, sondern auf dem Dortmunder Trainingsgelände in Brackel und die Gladbacher in Weiß mit einem Superstart in die Begegnung. Per Lockel nach gerade einmal 6 Minuten mit dem 1:0. Viertes Saisontor für Lockel vor dieser Saison vom VfB Stuttgart an den Niederrhein gewechselt. Die Gladbacher haben ihren Start ins Fußballjahr 2021 ja verpatzt. Unterlagen am vergangenen Wochenende 2:0 in Rödinghausen, dementsprechend auf Wiedergutmachung gepolt. Lockel geht viel Risiko und trifft den Ball ideal. Viel mehr tat sich nicht in Halbzeit 1, nicht viel zu sehen bislang von der besten Offensive der Regionalliga West in Schwarz-Gelb. Immerhin erste Gelegenheit in Halbzeit 2 für Dortmund, der eingewechselte Wanner verzieht. Nur knapp. Mönchengladbach über 70 Minuten lang mit einer guten Partie nervte den Favoriten gehörig. Aber dann ist Knauf einmal auf rechts durch mit der Übersicht für Raschel und der legt auf für Wanner. Den trifft er nicht so schlecht. Ein Umschaltmoment bringt Dortmund zurück in die Partie. Gladbach hinten nicht sortiert und dann stehen sie auf einmal 5 gegen 5. Ganz, ganz schwer zu verteidigen am Ende. Natürlich auch, weil das Risiko, dass Wanner beim Abschluss geht, belohnt wird. Das Tor, die Initialzündung, die der BVB an diesem Tag ganz offensichtlich gebraucht hatte. Der Ball kommt zu Knauf, der geht von rechts Richtung Strafraum, bleibt mit ein bisschen Glück an Ball und haut ihn dann abgefälscht rein. Spiel gedreht. 2 Tore gegen Aachen, eine Bude gegen die U23 des 1. FC Köln und jetzt mit dem Führungstreffer. Die Temperaturen, die sind ungemütlich, aber Ansgar Knauf, ja, der ist momentan mal so richtig heiß. Auch wenn das Abwehrbein von Karim Kroos bei diesem Schuss kräftig mithilft. Die U23 von Mönchengladbach zuvor so stabil, mittlerweile ohne Seepferdchen in der Ruhr unterwegs. Nicht nur gehörig am Schwimmen, die Köpfe zumindest mal zur Hälfte unter Wasser. 80. Minute 3:1 Dortmund und dieses Mal ist es ein Eigentor. Lukas Müller, das Spiel innerhalb von 5 Minuten komplett auf links gedreht. Und wieder, keine 5 Minuten später, nächster Angriff BVB und ja, die Ereignisse wiederholen sich, aber ja, der ist tatsächlich schon wieder drin. Unfassbare Szenen, die sich hier ab der 73. Minute abspielen, à la Bakir. Dieses Mal in dem Mittelpunkt der Jubeltraube, das ist super gespielt, ein ganz, ganz starker Assist von Wanner. Ja, und am Ende einfach 1 bis 2 Gänge zu schnell für Mönchengladbach. Die Dortmunder erst mit großen Problemen, dann aber mit der noch viel größeren Eskalation machen innerhalb von 15 Minuten 5 Tore und überrennen mit einem mal heillos überforderte Gladbacher Tobias Raschel. Setzt der ganzen Geschichte hier die Krone auf und trifft zum 5:1 Endstand. Fußball, du bist manchmal echt schwer zu begreifen. Wie schön, dass wir mit Enrico Maaßen jemanden gefunden haben, der sowohl kompetent als auch eloquent genug ist, um zu erklären, woran es denn heute gelegen hat. Wir sind all in gegangen, haben dann 3-mal gewechselt und ich glaube, das war dann heute wirklich ein sehr, sehr guter Impuls, den die Mannschaft bekommen hat. Und wir haben dann gerade dann nach dem 1:1 war der Bann gebrochen. Dann hat man die Leichtigkeit gemerkt bei uns und auch die Kraft und die Wucht, die wir dann vorne entfachen können. Und dann haben wir natürlich wunderschöne Tore geschossen. Und ja, das ist, glaube ich, für uns ein Big Point, weil man eben sieht, okay, auch wenn die
wenn ein Gegner so stark spielt wie Gladbach in der ersten Halbzeit und man auch 1-0 zurückliegt, dass man sich konzentriert und bei sich bleibt. Ja, das ist mal ein Dortmunder Ausrufezeichen in Richtung Rot-Weiß Essen nach 22 Spielen. Trennt beide Mannschaften gerade einmal ein Punkt. Der Aufstiegskampf verspricht richtig, richtig viel Spannung. Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis.